Stefan Weichert und Uwe Gelz bauen die neue Waffe der niedersächsischen Polizei gegen Mofa- und Rollerfrisierer auf. Das Gerät haben sie gemeinsam mit dem Hersteller entwickelt. Im Prinzip ist alles ganz einfach. Ein Zweirad anhalten, ab auf den Prüfstand und Vollgas geben. Das war ein 50er. 50 km/h, ja. Darf man noch fahren? Ja. Ach so. Ja. Oh, dann müsste das grenzwertig sein. Wie viel hat er denn? Wie viel darf er denn? Dann darf er 61 für Erlöschen der Betriebserlaubnis. Ist also sozusagen außer Betriebserlaubnis raus. Soll die auch vor? Also Erlöschen Betriebserlaubnis? Auf fast 90 km/h hat der Roller den Prüfstand beschleunigt. Der Computer zieht automatisch Windwiderstand, das Gewicht eines 75-Kilo-Fahrers und eine Toleranz ab. Bleiben mindestens 64 Sachen, die der Roller in jedem Fall schafft. Das ist klar zu schnell. Jetzt heißt es schieben. Im Augenblick ist es nur ein Erlöschen der Betriebserlaubnis, also eine Ordnungswidrigkeit. Wenn er den jetzt wieder in den ordnungsmäßigen Zustand zurückversetzt, dann braucht er nur ein Bußgeld bezahlen. Der Fahrer vielleicht, weil der Halter ist von dem. Und er kann eigentlich wieder weiterfahren. Gibt 3 Punkte, ungefähr 100 Euro, schätze ich. Fahrer ein bisschen mehr, weil er Halter ist. Der nächste bitte. Dieser Roller ist auf dem Papier ein Mofa. Das heißt, er darf ohne Führerschein gefahren werden und nicht schneller als 25 km/h. Aber auf dem Prüfstand sind es knapp 70. Kulant gerechnet bleiben 57 Stundenkilometer als minimale Maximalgeschwindigkeit. Kommen Sie mal zu mir. Das war der Grund, warum Sie so schnell weg wollten, ne? Wahrscheinlich, ja. Meine Güte. Ich bin ein alter Mann, ich muss zur Arbeit, sagen Sie zu mir. Das ist aber doch unehrlich. Sagen Sie, ich habe das Ding ja, technisch beeinflusst und jetzt habe ich heute mal verloren. Haben Sie einen Führerschein? Keinen Führerschein. Nur eine Mofa-Prüfbescheinigung. Ja. Gut. Diese 57, die er jetzt angezeigt hat, sind Führerschaftspflicht für ein führerschaftspflichtiges Fahrzeug. Das heißt für Sie jetzt, Sie haben eine Straftat begangen, fahren ohne Fahrerlaubnis. Diese Straftat werden wir ja, zu Papier bringen, an die Staatsanwaltschaft Bückeburg schicken mit einer Aussage von Ihnen. Da haben Sie auch mal die Gelegenheit, sich dazu zu äußern. Die Frage der technischen Veränderungen. Möchten Sie etwas zu sagen, was Sie an dem Moped gemacht haben? Möchten Sie nicht? Gut, ist Ihr gutes Recht. Sie haben das Recht, als Beschuldigter im Strafverfahren natürlich zu schweigen. Dieser Rollenprüfstand ist geeicht. Das heißt also, wir haben die... Das weiß ich. Sie haben das schon von gehört. Sie dürfen jetzt mit dem Moped nicht weiterfahren, ab jetzt sofort. Sie müssen das also schieben, müssen das wieder in den technisch originalen Zustand zurückversetzen lassen oder selber versetzen und müssen das dann bei der Polizei vorführen. Erst dann dürfen Sie das wieder in Betrieb nehmen. Ja? Immer öfter gehen der Polizei ältere Rollerfahrer ins Netz. Viele haben bereits den Führerschein verloren, aber sich mit den fahrerlaubnisfreien 25 Sachen zu begnügen, fällt offenbar schwer. Die nächste Kontrolle. Hier haben die Mopedjäger ein echtes Schmuckstück aus dem Verkehr gezogen. Eine Simson aus DDR-Produktion und sie hat so ihre Eigenheiten. Muss ich mal gucken, wie ich das Ding ankriege. Kicken! Ja, das geht nur mit Kicken? Zwar ist Stefan Weicher durchaus fit in Sachen Zweiräder, Spezialfahrzeuge fallen aber eindeutig ins Ressort von Uwe Gelz. Und schon läuft die Simson. Nur wie schnell? Auf dem Prüfstand beschleunigt das fast 20 Jahre alte Mokik auf satte 58,6 Stundenkilometer. Und sie dürfte sogar schneller, dank Ex-DDR-Ausnahmeregelung. Wenn man davon ausgeht, der darf sowieso 60 fahren, diese Simson, die alten, vor Baujahr 92. Dann ist er vielleicht sogar noch enttäuscht, dass er etwas langsamer ist. Das ist hier super restauriert. Aha. Ja, das sieht aus wie aus dem Laden. Ja. Wenn nicht schöner. Ja. Nee, das ist wirklich toll restauriert, muss ich auch sagen. So an so Kleinigkeiten hier, so das, da merkt man, dass es ein bisschen älter ist. Aber hier, das ist alles super gemacht. Ich wusste gar nicht, dass es noch solche Teile dafür gibt. Denn ich glaube kaum, dass da jemand den Auspuff neu verchromen lässt. Ne? Aber bei aller Schwärmerei, es gibt ein Problem. Und das führt auf jeden Fall zum Staatsanwalt. Eine Fahrgestellnummer, die versichert ist, deckt sich nicht mit dem. Aha. Weil er hat früher ein anderes Moped gehabt mit einem anderen Versicherungskennzeichen. Er hat das umschreiben lassen auf das neue Moped. Das hat natürlich eine andere Fahrgestellnummer. Der hat jetzt die alte Fahrgestellnummer vom alten Motorrad eingetragen. Das war jetzt wirklich keine Absicht. Ich würde, die Nummer schnell ändern lassen. Wir klären das mal über den zuständigen Staatsanwalt. Also ich kann es heute noch ändern. Aber der Staatsanwalt kennt kein Pardon. Denn schließlich ist der Fahrer ohne Versicherungsschutz unterwegs. Ob das nun eingestellt wird, ob das weiterverfolgt wird, das entscheidet dann der Staatsanwalt, wenn er das
untersucht hat. Ja, die untersuchen das. Ob das jetzt an mir liegt oder an die Versicherung. Und dann können die immer noch einen Ermittlungsspielraum haben, was sie mit mir jetzt machen. Und wenn ich eine Geldstrafe zahlen soll, dann will ich das von denen, will ich die Geldstrafe von denen wieder haben. Das Geld will ich wieder haben. Ich bin Hartz-IV-Empfänger. Ich habe eine Familie, bin verheiratet, habe ein Kind. Und ich sehe nicht ein, dass ich verurteilt für irgendwas werde, wofür ich wirklich nichts kann. Noch vor kurzem war rund ein Drittel aller Mopeds getuned. Aber die Zahl sinkt stetig. Auch in Nienburg hat sich herumgesprochen, dass Frisieren gefährlicher geworden ist. Und via Handy warnen sich alle Bastler gegenseitig vor Kontrollen. Oder zumindest fast alle. Der blaue Roller ist ein Mofa, darf also nur 25 km/h laufen. Eigentlich. Die Weiterfahrt wird untersagt. Jawohl. Das wird in den Originalzustand zurückversetzt, dass sie auch wirklich wieder 25 fährt. Und dann Einleitung eines Strafverfahrens, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Erlöschen der Betriebserlaubnis, Versicherungsschutz erlöscht und das war's, ein Komplettpaket. Kennen wir alles, ja. Kennen wir, ja, wir kennen uns ja auch. Ja. Ja, das ist noch gar nicht so lange her, da haben wir die gleiche Geschichte schon mal gehabt. Das war im Dezember, ne? Im Dezember? Oder? Dezember, Januar. Als irgendwo beim Holz machen wir es. Ja, genau. Ja. Ja. Und? Was haben wir dafür letztendlich bezahlt? 1.800 Euro für so ein, ne? Das ist ein ganz schönes Rundumpaket gewesen, was er da gekriegt hat. Und jetzt wieder, das gibt noch mal wieder einen. Ich denke, da kommen wir mit dem Strafbefehl, glaube ich, nicht rum. Nee, wir müssen mal abwarten. Wie gesagt, kriegt er die Staatsanwaltschaft und dann... Nehme ich auch mal ein Fahrverbot in Kauf. Fahrverbot in Kauf ist gut. Hab ja eh keinen Führerschein, ne? Können wir keinen wegnehmen? Ja, dann können wir keinen wegnehmen. Dann habt ihr mir ja weggenommen. Wenn ihr mir den Fehler gegeben hättet, dann hätte ich diese Probleme ja nicht, ne? Ja, gut. Das eine schließt das andere nicht aus, ne? Okay, dann können wir schon wieder runter. Ja. Die Weiterfahrt ist untersagt, nach Hause schieben. Fahren ist nicht mehr drin. Ich muss ja nicht fahren. Ja. Oh, brumm, brumm. Währenddessen haben die Kollegen ein anderes Mofa aus dem Verkehr gezogen. 39 Sachen war der Roller schnell. Für den Fahrer eine völlige Überraschung. Ich habe den gebraucht gekauft vor einem guten halben Jahr von einer Arbeitskollegin. Eisgedrosselten Roller. Und ich habe da bisher nichts dran gemacht. Das Einzige, was da einmal dran gemacht worden ist, ist der Luftfilter erneuert. Aber den habe ich auch machen lassen. Also selber habe ich da noch nicht eine einzige Schraube dran gedreht. Jetzt heißt es erst einmal schieben, bis die Werkstatt den Roller wieder auf Normalgeschwindigkeit gebremst hat. Oliver Heitzig musste sich währenddessen ordentlich ins Gewissen reden lassen. Ich fahre auch viel so Strecken um die 10 Kilometer und so. Und wenn sie aus Nienburg rauskommen, da ist nichts, da ist Feld und Wiesen, da sind Bundesstraßen, wenn sie da mit 25, 30 lang tuckern, das kommt ihnen vor, als wenn sie nie ans Ziel kommen. Und dann fahren sie mal so 70, 80, 90. Macht auch mehr Spaß bei dem Wetter. Das Große ist gar nicht, was vielleicht das Schnellfahren. Der Spaßfaktor ist das. Durch die normale Kontrolle wäre ich durchgekommen, aber mit diesem Rollenprüfstand keine Chance. Keine Chance. Weil da kann man sich nicht raus. Ich habe ja auch versucht, mich rauszureden, dass der Motor, wie gesagt, der Motor ist vor 500 Kilometern gemacht worden. Also ich wusste ganz genau, was das Ding läuft. Aber man kann sich ja versuchen, sich mal rauszureden. Mal klappt's nicht. Aber wenn die Jungs mit dem Rollenprüfstand da sind, dann hat man keine Chance. Dann kommt man wirklich dann nur durch, wenn das Ding wirklich dann nur das läuft, was es laufen darf. Aber so in der normalen Verkehrskontrolle, dann erzählt man dem ein bisschen Dönekes. Wenn man dann noch ein paar Leute hat, die da technisch keine Ahnung haben oder so, dann kommt man auch durch die Verkehrskontrolle durch. Oliver Heitzig darf dank Rollenprüfstand nun schon zum zweiten Mal nach Hause schieben. Später wird er uns zeigen, wie er seinen Roller wieder drosselt. Auch in Holzminden wird der Prüfstand eingesetzt. Hier konnte die Zahl der frisierten Mopeds ebenfalls drastisch gesenkt werden. Damit das auch so bleibt, halten die Kollegen den Kontrolldruck aufrecht. Und immer wieder fischen sie Roller aus dem Verkehr, die zu schnell sind. Einige der Fahrer sind sich aber keiner Schuld bewusst. Wenn ich es jetzt richtig sehe, gegen die Sonne ist die Geschwindigkeit zu hoch, ne? 36,4 km/h, 5 müssen abgezogen werden. Bleiben 31 über und das heißt, sie brauchen eigentlich einen Führerschein für dieses Gerät. Ja, schützen Sie nicht im Kopf, ist so. Ja, ich weiß. Aber ja, wenn Sie es wissen, warum handeln Sie dann nicht? Das verstehe ich jetzt nicht. Also erstmal ist es so, bevor Sie jetzt weitererzählen, lassen Sie mich erst mal kurz einen Satz sagen. Wir werden also ein Strafverfahren einleiten
gegen Sie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Und Sie